Koblenz im Fieber der Bundesgartenschau. Viel Grün, viel Sommer, viel Sonne. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von HWK TV hier aus dem Blumenhof in Koblenz in unmittelbarer Nähe zum Rhein und zum Deutschen Eck. 2011 findet mit der Bundesgartenschau in Koblenz ein Event der Extraklasse statt. Doch bis dahin wird die Stadt ihr Gesicht noch verändern. Und das dank handwerklicher Leistungen verschiedenster Gewerke. Einen ersten Einblick auf die Bundesgartenschau erhalten Sie in der Ausstellung Unter freiem Himmel. Mit der Ausstellung Unter freiem Himmel setzt die Handwerkskammer Koblenz und mit ihr die ausstellenden Künstler Akzente bei der Garten- und Parkgestaltung jenseits von Nippes und Baumarktmonotonie. Verschiedene Stilrichtungen mit verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren umgesetzt begeistern die Besucher. Spitzenobjekte aus ganz Deutschland sind zu sehen, überraschen, beeindrucken und verwandeln den Ort der Ausstellung. Darunter sind die Arbeiten des Teams Metall 201 um die Neuwieder-Metallgestalter Thomas Mischow und Klaus Hummerich, die mit fragilen, teils figürlichen, teils geometrischen Windspielen aus Metall eine besondere Note im Blumenhof setzen. Was die Besucher unter freiem Himmel nicht sehen, das stellen wir Ihnen jetzt vor und gewähren einen Einblick hinter die Kulissen. Es geht in die Werkstätten der Aussteller um ihre Arbeit und die Objekte, die dabei entstehen. Und hier arbeiten Thomas Mischow und Klaus Hummerich, die Gesichter hinter Metall 201. Ob Treppen, Geländer, Vordächer, Zäune oder Gartenobjekte, es gibt quasi nichts, was die beiden Metallgestalter nicht unter ihre Fittiche nehmen. Ziel ist es, Funktionalität und Design zu vereinen, den Dingen des Alltags eine markante und unverwechselbare Note zu geben. Also ich denke, unsere Objekte sind individuell angefertigt und wir gehen auf Kundenwünsche ein und bearbeiten diese auch dementsprechend. Einzelanfertigungen sind bei uns in der Regel. Sie können als Metallgestalter an keinem Objekt vorbeigehen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie wurde das gefertigt, warum wurde das so gefertigt. Und selbst auf dem Nachhauseweg fallen einem Sachen an, wie man es anders machen könnte. Mit ihrer Verbindung aus handwerklicher und gestalterischer Arbeit liegt das Neuwieder-Duo offensichtlich goldrichtig. Kunden aus ganz Deutschland geben hier ihre Arbeiten in Auftrag. Nicht nur mit der Gestaltung punkten die Objekte unter freiem Himmel, auch mit der Vielfalt verschiedenster Materialien schafft die Ausstellung eine bemerkenswerte Breite. Aussteller Dieter Häuft aus Mendig zum Beispiel hat seine Skulpturen aus Basalt nach Koblenz gebracht. Widerstandsfähig, derb, unverrückbar und in sich selber ruhend. Das ist die Körpersprache der basaltenen Sitzenden des Dieter Häuft. Und das ist ihr Erschaffer, zu Hause dort, wo traditionell Basalt abgebaut wird. Oberirdisch arbeitet und lebt Häuft in Mendig. Unterirdisch ruht das Gestein, mit dem er arbeitet. Ein Produkt der Natur, entstanden aus vulkanischen Aktivitäten, das er in Form bringt. Seit über 56 Jahren hat sich Dieter Häuft der Basaltbearbeitung verschrieben. Die Inspiration für immer neue Formen biete der Alltag, sagt Häuft, der seit der ersten Ausstellung unter freiem Himmel dabei ist. Ich bin von Anfang an dabei, ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal. Und warum ich mitmache, das waren für mich bisher erfolgreiche Ausstellungen. Ja, die waren erfolgreich für mich. Das ist ja ein schöner Rahmen, ein sehr schöner Rahmen, dieser Hof. Dass sich die Präsentation lohnt, weiß auch Tischlermeister Gregor Sommer aus Breitscheid im Westerwald. Nicht nur der Bekanntheitsgrad steigt, auch fällt der ein oder andere Auftrag durch die Ausstellung unter freiem Himmel an, die übrigens noch bis zum 7. September im Blumenhof zu sehen ist. Wir sind dieses Jahr zum zweiten Mal schon dabei. Vom ersten Jahr ist es ganz gut gelaufen, da haben wir einige Aufträge bekommen und ich hoffe, dass dieses Jahr wieder so wird. Wir bleiben hier bei einheimischen Hölzern. Die Bänke bestehen aus verzinktem Stahl und gehobelter Akazie. Die wird hand nachgehobelt und nicht behandelt weiter. Das Akazienholz wurde früher schon im Grubenbau eingesetzt. Das ist äußerst widerstandsfähig. Die Pflanzkübel sind aus Eiche. Und da würde ich sagen, gebe ich eine Garantie von 15 Jahren, dass da nichts passiert. Das muss ein Tontopf erstmal beweisen. Die meisten Arbeiten von Gregor Sommer und seinen 6 Mitarbeitern widmen sich dem Innenausbau. Hier insbesondere hochwertigen Küchen, die ganz auf Kundenwunsch passgenau gefertigt werden. Küchen, die mit ihrer Verarbeitung und ihrem Design ein wahrer Augenschmaus sind. Doch auch dem Außenbereich verpasst die Tischlerei, die bereits mehrere Design- und Produktpreise gewinnen konnte, ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Objekte von Martin Reinhardt aus Frücht trotzen Wind und Wetter auf jeden Fall, denn sie sind aus Keramik oder Kunststein. Aber wie entsteht eigentlich ein solcher Brunnen unter den Händen des Handwerkers?
In seinen Arbeiten aus Keramik vereint Martin Reinhardt farbliche Kompositionen, Funktionalität und ein Stück Lebensfreude für drinnen und draußen. Seine Arbeiten finden sich in ganz Deutschland wieder, aber auch im europäischen Ausland. Und auch das Schwimmen hat Reinhardt seinen Brunnen beigebracht, denn sogar auf Kreuzfahrtschiffen gehen sie an Bord. Das ist sehr breit gefächert. Da haben wir zum einen Kunst am Bau, öffentliche Bereiche. Da haben wir auch private Firmen, das können Hotels sein. Das können Kreuzfahrtschiffe sein. Das ist sehr unterschiedlich und selbstverständlich auch der private Kunde, der dann bevorzugt mobile Objekte für sich wünscht. In seinem Atelier probiert der Keramikermeister seit Jahrzehnten aus, entwickelt neue Ideen, technisch wie auch gestalterisch. Stillstand kann er sich nicht leisten, doch seine Handschrift als Markenzeichen darf er auch nicht verlieren. Ein Wandelgang, dessen roter Faden die perfekte handwerkliche Umsetzung ist. Ja, also da ist erstmal die Entwicklungsarbeit zu nennen, die sehr sorgfältig gemacht werden muss. Vom ersten Prototyp bis zu einem fertigen Objekt ist erstmal ein langer Weg. Das ist das eine. Dann natürlich Erfahrung, viel Erfahrung, wenn es geht. Und natürlich auch die Auswahl der Materialien, die geeignet sein müssen und die sehr hochwertig sind und auch sein sollten. Denn der Anwender möchte ja damit nur Freude haben und nicht Arbeit. Und das erreicht man vor allen Dingen durch perfekte Planung und optimales Material. Ich denke, die Bilder der Ausstellung und die aus den Werkstätten der Künstler machen Lust darauf, das Ganze einmal live zu erleben. Machen Sie dich doch einfach mal auf in Richtung Deutsches Eck, Richtung Blumenhof. Noch bis zum 7. September findet hier die Ausstellung Unter freiem Himmel statt. Mehr Informationen zu den Inhalten der heutigen Sendung erhalten Sie wie gewohnt im Internet unter hwk-tv.de. Und auch in der nächsten Ausgabe von Handwerk Spezial, dem Magazin in Zusammenarbeit mit der Rheinzeitung, gibt es viel Wissenswertes und Interessantes zum Thema der heutigen Sendung. Das Heft erscheint am 9. August. Ich gebe zurück ins Studio von TV Mittelrhein.